Also ich bin der Bernd von Berntain. Im Moment Totentanz, wie ihr seht. Na? Nicht los. Und keine Gäste. Da kämpfen wir ja zu, ewig und 3 Tage, 1,5 Jahre. Dann habe ich vor 2 Jahren ein Angebot gekriegt, das zu mieten, so wie es ist. Und da haben wir halt zugegriffen. Ja, und dann haben wir uns so langsam hochgekämpft, bis wir dann den Schlag unter der Gürtellinie gekriegt haben mit dem Corona-Gelumpe. Das ist eben die Corona-Hilfen, die lassen auf sich warten. Das ist ziemlich kompliziert, weil da muss ein Steuerberater mit drin. Ich habe bloß eine Buchhalterin und die darf das nicht abgeben. Und jetzt muss ich einen Steuerberater suchen, habe ich ihn gefunden und kläre ich jetzt und bin ich dran beim Klären. Und jetzt sehen, dass ich da die wenigstens ein bisschen Novemberhilfen, Dezember, vielleicht auch Januarhilfe noch kommt und dass wir dann eine Miete hier auf dem Laufenden kriegen. Vermieter hätte Füße still zum Glück, hat Verständnis. Na jetzt im Moment brauche ich eigentlich nur die Miete für den Laden. Und also ich schlafe 4.000 mit Strom und Telefon ein bisschen drüber. Ja, für zu Hause, das ja, überlege schon, ob ich Flaschen sammeln gehe. Aber da liegen auch nicht mehr viel rum. Es läuft auch keiner mehr auf der Straße. Wir haben auch Better Place, wir werden bleibt. Eine Seite eingerichtet, wo gespendet werden kann. Wo ich erstmal jetzt sagen muss, die Leute, die bis jetzt gespendet haben, nach einer Woche, muss ich sagen, ganz, ganz tollen, großen Dank. Und hoffe, dass noch ein paar Leute mehr spenden. Dass wir hier die Miete rauskriegen, dass wir da keine Eier haben. Und dass wir dann auch nahtlos nachher weitermachen können. Ohne jeden Eier. Skater haben auf Instagram einen Kanal eingerichtet, da können Dachspenden operiert werden und die fließen dann auch in dieses Spendenkonto mit rein, wo wir dann halt die Miete bezahlen. Und das ist so das alte Flair, was so der Captain hatte und was ich jetzt auch weiterführe. Ich kann an der Wände malen, finden sie gut, können sich verewigen. Außer Tische, Stühle, Klos etc. will ich natürlich nicht, aber das wissen ja mittlerweile alle. Ja, meine Gäste sind zum Beispiel die ganze Skater-Mannschaft hier aus dem Friedrichshain hier, vom Mario etc. Und alle feine Jungs. Manchmal ein bisschen über die Stränge, aber naja, man lebt halt mit. Und dann haben wir natürlich auch noch viele Touris, die so nach und nach wiederkommen oder wiedergekommen sind. Uns manchmal ein volles Haus bescheren und was dann auch Spaß macht. Weil Leute kennenlernen, das ist so mein Ding, macht Spaß und das hält schön frisch und fit. Und da hoffe ich ja, dass das mit den Corona-Ideen hier bald vorbei ist und dass das wieder mal ein bisschen Leben in die Bude kommt. Also wenn das mal vorbei ist mit dem Corona, dann würde ich mich freuen, wenn ihr alle wiederkommt, wie ihr schon mal hier gewesen seid. Und ja, dann sorgen wir schon für, dass es euch hier gut geht.